hier bleiben. Kinder. Ein komplett eingetroffen sein, wenn die Hunde sind. Da muss man mal gegen was raus. Ne? Warum machst du das denn nicht nur auf einer Seite? Das wäre ja eine große Fläche. Also wir müssen aber auch rechnen, wenn jetzt Leute kommen. Und der den hier über den Weg und schauen. Stimmt. So der. Da ist auch Strom, ne? Oder? Ja, da haben wir noch Strom. Ah, das brennt das Problem. Der Kollege will zum Moppel mit. Ja, ach so, also. Aber wenn wir das Strom kriegen, dann ist das Stopp. Ja. Aber wie gesagt, wenn es sein muss, der hat so ein Hochstromaggregat. Das also, wäre verfügbar kurzfristig. Ja. Vor allem, das ist gut hier, gutes Gegengewicht. Ja, das ist auch gut für die Besitzer. Amateurfunker? Amateurfunker, ja. Mhm. Ja, sind auch ein paar CB-Funker dabei, aber wir sind so eine Gruppe. Musst du da eine Prüfung ablegen oder ja, so? Ja, klar. Aber nur für den, aber nicht für CB, ne? Für CB. Ja. Gibt es da eigentlich noch CB-Funker? Ja.
Da sind einige Leute bei uns dabei, die dazugehören. Also, wir sind parallel natürlich zu B-Funk, das ist ja das Klassische. Früher. Ja, ja. Genau. Heute sind ja für jedermann noch andere Bänder hinzugekommen. Da ist ja dieses sogenannte Freenet, das gibt es aber nur in Deutschland. Ja. Das sind 6 Kanäle im 2-Meter-Band, die man frei nutzen darf. Also. Und dann gibt es die sogenannten PNR-Geräte. Mhm. Die sind bei 446 MHz. Ja. Die sind aber in ganz Europa. Das heißt,